Lilo, heute mal eine kleine Alternative zum Desktop und dessen Starter. Die meisten haben unter Ubuntu wahrscheinlich den Unity-Starter, ne? Die haben da so eine Leiste an der Seite und oben so ein Panel. Das kann aber auch stören, ne? Heute habe ich mal eine Alternative gezeigt. Ist eigentlich aus Versehen entstanden, dieses Video. Aus Versehen, ne? Also ich habe hier ganz normal eine Ubuntu 13.10. Und ich habe dann so mein Hintergrundbild, ne? War da im Urlaub, ne? Damit habe ich euch schon mehrfach belästigt, der ich im Urlaub war. Wollte eigentlich nur dieses Foto, ne? Weil ich diesen Haribo Goldbären, den jetzt gehe ich ins Net fand. Und da habe ich gemerkt, das bietet sich geradezu an, so als Starter, ne? Starter, Flugzeug, Startrampe, ne? Terminal, Flugzeug, Terminal, Startprogramme, Startrampe. Wunderbar, ne? Habe ich dann hier so angeordnet. Hier stand so ein Flutlicht, Mast. Diese Elemente, die ich hier habe, sind einerseits rechtsklick, das ist das Cairo Dock. Es gibt zum Cairo Dock bereits einige Videos, wie man das installiert und wie man das benutzt, wie man da Themen installiert und ähnliches. Das Cairo Dock hat normalerweise hier unten einfach nur diese Leiste dann, ne? Die hier unten. Und da kann man mit rechtsklick die entsprechenden Sachen auch auskoppeln, so dass die separat erscheinen, wie zum Beispiel hier das Wetter. Applet hier, ne? Wetter bearbeiten, ne? Da kann ich dann einiges noch einstellen. Die Position zum Beispiel. Wie groß ist das, ne? Zum Beispiel habe ich mir diese Wetterfahne etwas größer gemacht und so weiter. Das kann man hier einstellen. Ob das symmetrisch ist oder unsymmetrisch, ne? Das kann man hier mit diesem Stoppzeichen unsymmetrisch machen, ne? Dass das Größenverhältnis Breite zu Höhe nicht immer identisch ist, quadratisch ist, sondern rechteckig und so weiter, kann man viel Spaß mit haben. Habe ich hier gemacht, ne? Ihr könnt natürlich auch andere Bilder nehmen. Ihr habt natürlich nicht dieses Bild, ne? Ihr habt vielleicht ein Bild vom Bahnhof, ne? Von eurem Bahnhof, wo ihr vielleicht täglich mit der U-Bahn fahrt. Oder ihr seid mal auf dem Schiff gewesen, das angelegt hat und vertreut habt. Dort habt ihr dann auch viele, viele Sachen, ne? Die ihr dann umfunktionieren könnt, ne? Zum Beispiel, da lief so ein Mann daher und hat einen Schatten geworfen. Da habe ich quasi das Musikabspielprogramm so angeordnet. Ne? Ich gehe mal auf Rechtsklick, Position sperren mache ich mal aus. Jetzt sieht man, wenn ich da mal wieder rangehe, das ist eigentlich ein Symbol vom Cairo Dock. Ich kann dieses Symbolchen hier drehen. Habe mir das so angeordnet, dass das irgendwie auch zu dem Schatten passt und so weiter. Wie gesagt, jedes dieser Symbole hat noch die Möglichkeit, die Größe zu ändern. Ne? Musikspieler bearbeiten, ne? Vom Cairo Dock. Das Desktop hat wieder eine Position. Ist es sichtbar oder nicht? Dieses ist zum Beispiel quadratisch, ne, im Gegensatz zum anderen. Ne? Da ist das hier quasi genau symmetrisch, wenn ich Höhe und Länge verändere. Ihr könnt die X- und Y-Koordinate auf dem Bildschirm ändern, den Rotationswinkel auch von hier. Und das Dekorationsthema, dass zum Beispiel kein Rahmen drum ist, ne, oder dass das wie, ja, wie Tesafilm angeklebt aussieht und so weiter. Cairo Dock. Beziehungsweise GLX Dock. Ne? Mit Rechtsklick kann man wieder die Position sperren, damit das nicht so erscheint. Und wenn ich da jetzt draufklicke, kommt in dem Fall mein Musikspieler, in dem Fall Audacious, und dann geht das los. Gut, so habe ich das gemacht. Jan war hier, ne? Das ist auch vom Cairo Dock. Gehen wir mal da drauf. Das ist Kürzel vom Cairo Dock. Das habe ich umfunktioniert. Das hatte immer so einen Rollbalken, ne? So einen Rollbalken, den habe ich jetzt genau in diesen Pfeiler da gesetzt, ne? Dass der gar nicht so auffällt, ne? Da ist ein Rollbalken. Ja, man kann sich also stundenlang damit. Ich habe bestimmt 2 Stunden hier rumgespielt. Ich hatte so Spaß damit. Sieht so aus, wie als würde ich eine Fahne hissen. Also man kann sich da stundenlang mit beschäftigen. Fand ich ganz witzig. Hier habe ich auch vom Cairo Dock den Starter, ne? Das ist das Applikationsmenü, Applikationsmenü. Sinnigerweise habe ich dann auch auf so einen Flutlichtmast gesetzt, so dass ich dann hier rankam. Von da aus konnte ich dann Symbole wie zum Beispiel hier K3B klicken, festhalten, irgendwo auf den Desktop werfen und dann habe ich da mein Symbolchen. Ja, das ordne ich da an, wo ich es für sinnvoll halte. Kann auch mit Rechtsklick die Symbolgröße ändern. Symbolgröße ändern, wenn ich es denn so will. Ne? Dann kriegt das Ding so eckige Rähmchen. So. Und da kann man das größer machen. Ne? Und da kann man das wieder anders positionieren. Irgendwo hin, wo man meint,
dass es am besten passt, ne? Dass es auch von der Größe her irgendwo in den Rahmen passt, ne? Und da brennt dann halt da irgendwo, ne? Gut, so kann man sich dann die Symbolchen hier auf den Desktop bringen. Da kann man auch wieder löschen. Hier, ne, Haribo sieht gar nicht so aus, ne? Der Goldbär, ne? Das ist nämlich unser Freund Gimp, ne? Der hatte zufällig die gleiche Farbe wie das Flugzeug. Da haben die, man sieht auch den Text, ne? Gimp Bildbearbeitung. Das ist unser Gimp-Programm, ne? Der passt jetzt dahin wie die Faust aufs Auge. Wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Ihr könnt natürlich was anderes nehmen. Ihr habt vielleicht Bild von dem, ja, Mehrfamilienhaus, in dem ihr wohnt. Und da sind viele Fenster. Und jedem Fenster macht er dann so ein Symbolchen rein. Also kann man prima mitarbeiten. Was ist denn, wenn das hier übrigens der Firefox-Webbrowser, weil da hinten am Flugzeug so ein Vogel war, das passte ganz gut. Was ist denn, wenn ich so eine Applikation habe, die jetzt so groß ist, ne? Wie schalte ich dann um? Dann kann man zum Beispiel mit Steuerung Alt linksklicken, sofern man den Desktop Cube installiert hat, umschalten, ja, so zum Beispiel. Oder das hier ist der Arbeitsflächenumschalter hier oben, der Arbeitsflächenumschalter. Auch vom Cairo-Dock, ne? Gehe ich nochmal rechtsklick drauf. Wechsler heißt der, Wechsler. Und den Wechsler kann man auch so einstellen, rechtsklick, dass der auch von der Sichtbarkeit immer im Vordergrund ist. Ne? Immer im Vordergrund. Und dann kann man sich den so positionieren, dass man schnell mal die Arbeitsfläche wechseln kann. Also wie das geht mit dem 3D-Cube, hatte ich schon mal gezeigt. In Videos werde ich verlinken. Wie das geht mit dem Cairo-Dock, werde ich verlinken. Und ich habe auch das Optimierungswerkzeug, ne, Gnome Tweak Tool, hier drauf. Ne, habe ich da positioniert, wo sowieso all möglichen Schrottel rumstand. Wie gesagt, ich habe mir da so ein bisschen Mühe gegeben. So, und da habe ich mir auch ein anderes Thema eingestellt. Ne, wo man das herkriegt, habe ich schon mal gezeigt. Und das auf der Arbeitsfläche der Dateiverwalter die Arbeitsfläche verwaltet, ne, damit man die Symbole überhaupt sieht auf der Arbeitsfläche. Das ist hier angeschaltet. Ne? Schalte ich das aus, sehe ich die Symbole auf der Arbeitsfläche nämlich nicht mehr. Ja? Wenn ich die nicht haben will, kann ich auch wieder anschalten. Dann kommen die nämlich alle schön wieder. Und so kann man sich da schön durchhangeln. Ne? Schriftarten kann man sich noch an einschalten, Skalierungsfaktor, ne? Das Gnome Tweak Tool gibt's alles schon in Videos, ne? Haben wir alle schon, ne? Remina, ne? Entfernte Arbeitsflächen betrachten. Gut, hier, das Symbol sah so ein bisschen aus wie, ja, wie so ein, ja, Radarantenne, passte zum Flughafenthema. Wie gesagt, ihr nehmt dann entsprechende Symbolchen, ne? Thema habe ich hier übrigens Dropline neu, wo ihr das herbekommt. Das Symbolthema habe ich euch auch schon mal gezeigt, ne? Bei Gnome Art sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, die Webseite von Gnome Art, aber es ist immer noch da. Da kann man sich das so ein bisschen so einrichten, wie man das gerne hätte. Also ich hatte hier stundenlang Spaß, ne, mit dem ganzen Kram. Ja, wie gesagt, man kann da lockerflockig dann immer noch arbeiten, hat eigentlich jetzt mehr Platz auf der Arbeitsfläche. Unten das Cairo-Dock selber, das irgendwo hier ist, erscheint dann gegebenenfalls auch, wenn man mit der Maus genau da drüber ist. Muss man natürlich wissen, wo es war. Bei mir habe ich es jetzt so ungünstig positioniert, dass es etwas höher ist als die Unterkante, deshalb erscheint das nicht immer direkt. Ne? Hier unten läuft übrigens mein Record My Desktop im Terminal, deshalb sieht man da immer noch was. Das habe ich dann in der Lampe positioniert. Also man kann ja Spaß haben. Ne? Softwareaktualisierung, ne? Hier waren so Linien auf dem Flughafen Ding. Ubuntu Software Center sah aus wie ein Koffer, passte da. Benutzer und Gruppen steigen gerade auf. Onboard, ne? Die Bildschirmtastatur onboard, ne? Onboard ans Flugzeug. Passte, ne? Passte, ne? Hier ist übrigens die Uhr im Triebwerk. Man kann sich da stundenlang mit beschäftigen, man kann da Spaß haben. Paketverwaltung, ne? Passte natürlich zu diesem kleinen Paketwagen. Und das ist hier so ein Pömpel, der stand da so rum. Und hier habe ich dann den VLC Media Player hin, ne? Der hat fast die gleiche Form, der passte optisch prima hin. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Ne? Und hier hätte man quasi den Weg zum Aktualisieren. Software Center, Softwareaktualisierung, Synaptik, passt alles zusammen. Pakete besorgen aus dem Internet, deshalb auch anderes Symbol. Und es passt wieder zu den Linien. Also da kann man sich Stunden mit beschäftigen, kann dann Spaß haben. Ne? Gut, an den Kakteen wächst natürlich normalerweise keine Clementine. Aber das ist ein Musikspieler. Ne? Ja, passt auch wieder, da habe ich sowieso den Audacious Musikspieler gehabt. Und der andere, die Clementine, haben wir dann auch noch. Und so weiter und so fort. Also, ihr könnt euch
euer eigenes Bildchen, das ihr übrigens auch vom CairoDoc, der Systemmonitor, kann man auch wieder bearbeiten, Position sperren, verändern und so weiter und so fort. Kann man stundenlang Spaß mit haben. Also je mehr man drauf starrt, desto mehr verrückte Ideen hat man ja. Also das kann man so drehen und wenden und schwenken, wenn man es will, so lange bis es passt, ja. Da hängt das so ein bisschen schräg in der Landschaft, kann es irgendwo hinpacken, wo man meint, dass es sinnvoll ist. Ich mache das jetzt mal extra hier oben, weil man es dann besser sieht. Kann sich die Symbole hier vom CairoDoc so positionieren, dass es irgendwie in die Landschaft reinpasst. Und dann kann man es da so schwenken und drehen, von der Perspektive her anpassen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.